Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man die Ordner Downloads, Dokumente und Desktop auf ein anderes Laufwerk auf Ihrem Computer im Windows-Betriebssystem verschiebt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es wird nicht schwierig sein, die Systemordner des Benutzers zu übertragen, aber bevor Sie die Übertragung durchführen, müssen Sie vorstellen, warum dies erfolgt. Zunächst müssen Sie die Zweckmäßigkeit einer solchen Übertragung verstehen. Schauen wir uns zunächst an, wann es sich lohnt, diese Ordner zu verschieben. Es ist erforderlich, die Systemordner Downloads, Dokumente und Desktop zu übertragen, wenn Ihre Systemfestplatte ein kleines Volumen hat und der Inhalt der Ordner des Benutzers schnell füllt. Tatsache ist, dass für den normalen und schnellen Betrieb des Betriebssystems mindestens 10% des freien Speicherplatzes benötigt werden. Der zweite Grund für das Verschieben von Ordnern besteht darin, wichtige Informationen beizubehalten. Wie Sie wissen, speichern alle Programme standardmäßig Daten auf der Systemfestplatte in Benutzerordner. Und wenn Sie den Pfad zum Speichern Ihrer Dokumente oder Projekte nicht geändert haben, können Sie diese leicht verlieren. Tatsache ist, dass das Betriebssystem eines Tages möglicherweise nicht mehr startet und alle Ihre Daten bei der nachfolgenden Installation verloren gehen. Ändern Sie daher entweder sofort das Speichern von Projekten oder verschieben Sie den Ordner auf ein anderes Laufwerk. Wenn Sie die Ordner eigener Dateien, Downloads und Desktop auf ein anderes Laufwerk verschieben, bleiben alle Dokumente und Dateien nach der Neuinstallation des Systems erhalten. Ein weiterer Grund für die Übertragung von Systemordnern besteht darin, die Lebensdauer Ihres SSD zu verlängern. Wenn Sie ein SSD-Laufwerk als Systemfestplatte verwenden, verlängern die Übertragung dieser Ordner die Lebensdauer. Diese Disks verfügen über eine begrenzte Reserve für den Umschreibzyklus. Die Häufigkeit des Überschreibens von Daten in diesen Ordner ist recht hoch. Verschieben der Systemordner durch Herunterladen von Dokumenten und Desktop wird das Überschreiben von Daten verringert, was wiederum die Lebensdauer Ihres SSD-Laufwerks erheblich verlängert. Nun, wir haben die Hauptgründe herausgefunden. Kommen wir nun zum Übertragungsprozess. Natürlich gibt es noch andere Gründe, aber ich denke, Sie haben bereits selbst verstanden, warum das erforderlich ist. Beginnen wir mit der Übertragung. Sie sagen ja, was kompliziert ist, kopieren Sie einfach die Ordner auf ein anderes Laufwerk und alles auf diesem. Aber alles ist nicht so einfach. Sie werden aus einem bestimmten Grund als systematisch bezeichnet. Durch einfaches Ziehen der Ordner mit der Maus auf eine andere Festplatte kopieren Sie es nur, nicht verschieben. In der Systemregistrierung werden keine Änderungen vorgenommen, die weiterhin auf der Festplatte angezeigt werden. Alle nachfolgenden Informationen werden auf die gleiche Weise wie zuvor gespeichert. Einige der Systemordner sind standardmäßig für den Benutzer ausgeblendet. In einer normalen Situation muss der Benutzer nicht auf versteckte Ordner zugreifen, auch nicht aus Sicherheitsgründen. Falsche Aktionen eines unerfahrenen Benutzers können zu Fehlfunktionen von Windows führen. Aus diesem Grund müssen Sie eine Systemwiederherstellung durchführen. In diesem Video wird daher analysiert, wie geöffnete Ordner übertragen werden. Downloads, eigene Dateien, Desktop, Bilder, Videos und so weiter. Musik. Diese Ordner befinden sich im Computer-Benutzer-Profil. Wenn sich mehrere Benutzer auf dem PC befinden, verfügt jeder über eigene Systembenutzerordner. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie den Ordner Dokumente mit der ersten Methode auf ein anderes Laufwerk verschieben. Andere Ordner aus dem Benutzerprofil werden auf diese gleiche Weise verschoben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Dokumente auf ein anderes Laufwerk Ihres Computers zu übertragen. Stellen Sie auf einem anderen lokalen Laufwerk Ihres Computers, normalerweise dem Laufwerk D, einen Ordner mit dem entsprechenden Namen. Wenn sich mehrere Benutzer auf dem Computer befinden, erstellen Sie zuerst Ordner mit Benutzernamen
auf einem anderen lokalen Laufwerk und anschließend Ordner, Desktop, Dokumente, Downloads und so weiter in Benutzerordnern, um die Systemordner zu übertragen. Wenn der neu erstellte Ordner auf einer anderen Festplatte einen anderen Namen als der Systemname hat, wird der Ordner weiterhin umbenannt. Dieser Ordner wird als entsprechender Systemordner bezeichnet. Melden Sie sich entlang des Pfads beim Computerbenutzerprofil an. C Users Username. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Dokumente und klicken Sie im Kontextmenü auf Eigenschaften. Öffnen Sie im Fenster Eigenschaften Dokumente die Registerkarte Speicherort und klicken Sie auf die Schaltfläche Verschieben. Geben Sie im Fenster Zielordner auswählen und neuen Ordner an, in dem die Dokumente gespeichert werden sollen. In meinem Fall Laufwerk der Benutzer Dokumente. Klicken Sie drauf und klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen. Anschließend wird das Eigenschaftsfenster für den Ordner Dokumente erneut geöffnet. Und hier sehen Sie den neuen Speicherort, da Sie sehen können, dass er sich auf einer anderen Festplatte befindet. Hier klicken wir auf Übernehmen. Unter dem Fenster Ordner verschieben stimmen wir dem neuen Speicherort zu, indem wir auf Ja klicken. Jetzt müssen Sie nur noch warten, bis die Dateien kopiert wurden. Wechseln Sie zum neuen Ordnerpfad. Wie Sie sehen können, ist es systematisch geworden. Um sicherzustellen, dass der Ordner Dokumente auf das Laufwerk der verschoben wurde, wechseln Sie zum alten Pfad. Der Ordner Dokumente befindet sich nicht mehr hier. Ebenso können Sie andere verfügbaren Systemordner übertragen. Dieser Vorgang kann auf verschiedene andere Arten ausgeführt werden. Lassen Sie uns die zweite Methode am Beispiel des Desktop-Ordners analysieren. Dieser Ordner befindet sich auch im Benutzerprofil auf dem Systemlaufwerk. Viele Benutzer speichern Ordner und Dateien auf ihrem Desktop, die viel Speicherplatz beanspruchen, und es besteht die Möglichkeit, dass diese Daten verloren gehen, wenn das System neu installiert wird. In diesem Fall ist es sinnvoll, diesen Ordner auf ein anderes Laufwerk zu verschieben. Für die zweite Methode verwenden wir den Registrierungseditor. Drücken Sie zum Öffnen die Tastenkombination Win plus R und geben Sie im Fenster Ausführen Registered ein. Gehen Sie im Registrierungseditor-Fenster zum folgenden Pfad: HK Current User Software Microsoft Windows Current Version Explorer Benutzer Shell Order. Wählen Sie im rechten Teil des Fensters den Parameter Desktop aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und dann auf Ändern. Im Fenster String Parameter Ändern im Feld Wert müssen Sie den Pfad zu einer anderen lokalen Festplatte angeben und dann auf OK klicken. Schließen Sie danach den Editor und starten Sie Ihren Computer neu. Nach dem Neustart befindet sich der Desktop auf einem anderen Laufwerk des Computers. Wenn Sie dem Pfad des neuen Standorts folgen, können Sie dies überprüfen. Und am Ende der letzte Weg. Ich werde es verwenden, um den Downloads-Ordner zu übertragen. Für mich ist diese Methode die einfachste. Öffnen Sie den Explorer und erstellen Sie den benötigten Benutzerordner auf einer anderen Computer-Festplatte. Dann öffnen wir ein weiteres Explorer-Fenster und gehen zum Benutzerprofil auf dem Systemlaufwerk. C Benutzer Benutzername. Halten Sie auf der Tastatur Shift gedrückt und ziehen Sie den Ordner Downloads in das geöffnete Explorer-Fenster auf eine andere Festplatte, ohne die linke Maustaste loszulassen. Unter dem zu verschiedenen Ordner wird die folgende Meldung angezeigt: auf Lokalfestplatte verschieben. In Ihrem Fall kann der Laufwerkbuchstabe unterschiedlich sein. Sie können auch mehrere Ordner gleichzeitig auswählen und dann die ausgewählten Ordner per Drag and Drop verschieben, wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten. Nach Abschluss der Dateiübertragung befindet sich der Ordner Downloads auf einer anderen lokalen Festplatte des Computers. Wie Sie sehen können, ist das Verschieben geöffneter Systemordner recht einfach und selbst Anfänger können dies tun.
Mit diesen drei Methoden können Sie alle verfügbaren Systemordner aus dem Benutzerprofil übertragen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und Daumen hoch. Tschüss!